Ground Control. No. Oh. So, wer Lust hat, bares Geld zu sparen, wir haben einen Partner gefunden, und zwar die Versicherung Friday. Wer seine Autoversicherung vergleichen möchte, der kann das gerne hier unten auf dem Link tun. Ne? Ihr spart bares Geld, was ihr natürlich für andere Dinge ausgeben könnt. Ne? Also wer da drauf Bock hat, klickt einfach drunter und meldet euch an, und ja, weiter geht's. Was machen wir heute, Sascha? Was machen wir heute? Viele hatten geschrieben BMW. Ja, viele haben geschrieben BMW. M3, M4 und so weiter. Ja, ich habe das Auto live gesehen, schon ganz lange her, war ich hier auf der BMW M-Tour NRW, da war ich da auf jeden Fall, ja, da habe ich eine Einladung aus Düsseldorf bekommen. Ich fand das Auto nicht schlecht, also wirklich, das Auto war komplett drumherum bombastisch, wirklich bombastisch, ein riesen Lob an BMW hier, ja, an dieser Stelle. Was mir aber nie so wirklich gefällt, ja, mir persönlich, mein persönlicher Geschmack, bitte jetzt BMW-Leute bitte nicht aufregen, aber die Frontniere sieht schon sehr anders aus. Vielleicht muss ich mich daran gewöhnen, aber Kotflügel, Motorhaube, Seitenschweller, Seitenteile, Spiegel, Heckstange, Heckklappe, alles ist einfach krank. Die Motorhaube mit den zwei großen Huckel, fett, einfach nur fett. Die Frontschuhstange, kann man fett machen. Kann man fett machen, natürlich auch bei Prior Design, ja. Wir haben schon bei JP so die ersten Konzepte so vorgestellt. Aber jetzt zeige ich euch das hier auf unserem Konzept. Ja. Hast du den M3, haben die nur den M4 gehabt da, oder hast du auch den M3 gesehen? Nur den M4. Und zwar genau die Farbe, ja, so Limettengelb oder was. Mhm. Also grün, gelb, ich weiß nicht, wie nennt man die Farbe. Wenn ich mir das jetzt hier auf den Bildern angucke, würde ich das vielleicht nicht so bestellen. Ja, ist nicht so meine Farbe. Aber ich habe das Auto live gesehen. Krass. Leute, das war krass. Ja, und was mich verwundert hat, ich bin so eigentlich nicht der farbenfrohe Mensch. Ja, der hat, oder der stand da, in dieser Farbe mit babyblauen Sitzen. Wo man denkt, passt eigentlich gar nicht zusammen. Auf den Bildern, wenn ich mir die Bilder jetzt heute bei Google angucke, denke ich mal, hat dich da irgendeiner in einem Farbpalette vergriffen bei BMW? Was haben die da getan? Katastrophe. Aber ich habe es auch so live gesehen. Und wenn ich mir ein BMW M3 oder M4 bestellen würde, kein Scherz, dann in dieser Farbe mit dem Babyblau sitzen. Die Sitze, die hatten hier an der Seite solche Löcher. Also quasi normalerweise Porsche GT3 hat das hier. Mhm. Ja, so große so Lufteinlässe mit so Streben und so weiter, so Carbon, finde ich fett. Also richtige Rennsitze. Der hat, der hat richtig kranke Sitze. Ne? Also das Auto ist wirklich M4. Prior Design Edition. Das ist die originale Front. Ja? Wie gesagt, die Kotflügel gefallen mir sehr. Die Seitenschwelle, also diese ganze Seitenansicht von dem Auto, sehr schön. Motorhaube bombastisch. Front anders. So, der erste Gedanke war bei dem Auto, was komplett eigenes. Würde es so aussehen? In Richtung des alten, ja, Designs. Ja, ja, finde ich nicht schlecht. Ja. Kann man so ein bisschen angucken. Finde ich nicht schlecht. Aber das sieht mit dem Frontnieren so ein bisschen wie ein Nasenbär aus. Hm. Ja, so ganz kleiner Key. Passt irgendwie nicht. So. So Kleinigkeiten, schaut mal, so Lufteinlässe oder im Prinzip so Lufteinlässe, alles machbar. Wir haben das so ein bisschen von den M-Modellen, hier diese Lufteinlässe hier übernommen in der Frontlippe. Finde ich auch sehr schön bei den M2, wie die das gemacht haben. Ja, wirklich sehr schön. Oh. Hast du gesehen? Guck mal, wie die Haube integriert ist in diese kleine Niere, die wir da reingepresst haben. Ja, ich finde das Auto fett. Ich finde das richtig, richtig fett aus jetzt. Ja. Was sagt ihr? Schreibt bitte hier als Kommentar. Wie findet ihr unsere neue Front? Ja. Natürlich, was nicht fehlen darf, ist, Achtung, jetzt hier, White Body.
Wir sind da sehr dezent geblieben, nicht übertrieben mit dem White Body Kit. Ja, also einmal diese Version der Stoßstange. Ich finde geil, das Auto. Hätte ich richtig Bock drauf. Oder hier mit der eigenen Stoßstange. Die sieht natürlich etwas komplett neu aus, also anders aus. Ja. Aber so finde ich das schon fett. Ja. Also mein Favorit bei dem BMW M4, unsere Version, ist diese. Ja. Ich finde die Lufterlässer sehr, sehr, sehr groß. Die Niere finde ich richtig fett mit der Haube so geschmolzen. Finde ich krank. Einfach nur krank. Ich bin selber stolz, dass wir das so, so krass hinbekommen haben. Ja. Das ist schon eher, wir haben das hier basiert auf einem M8. Ja. So uns inspiriert von dem M8 und quasi wir haben das so ein bisschen gemixt zwischen den M4 und M8. Und ich finde das Ergebnis sehr schön. Also ich glaube, so, wenn das Auto von hinten auf der Autobahn ankommt, kriegt man Angst. Wir haben nur die Front und im Prinzip, ich habe nur die Front verändert oder die Seitenstrahl nur ganz klein Lippchen, weil das war der, ja, das einzige Manko bei dem Auto, was mir persönlich nicht so wirklich gefällt und auch, ich habe viele Berichte und so weiter im Internet gelesen und deswegen habe ich nur die Front gemacht und die Seitenstrahl, also ein bisschen minimal tiefer, ja, dass er so ein bisschen gesamtes Bild ergibt. Auf jeden Fall, ich finde das Ergebnis cool. Ja. Schreibt als Kommentar, wie findet ihr meine Version von dem M4? Ja. Und schreibt vielleicht, ob wir so ein Auto kaufen sollen oder nicht und dann umbauen. Ja, ich glaube, das wäre mein erster BMW seit längerem wieder. Vielleicht habt ihr Interesse auch an dem M3, kann ich auch machen. Wir werden jetzt in Kürze eine Möglichkeit euch geben, uns, ich sag mal, etwas tiefer hinter den Kulissen zu schauen. Wir wollen so eine Mitgliedschaft machen, dass man quasi uns im Hintergrund arbeiten sehen kann. Dass ich ein bisschen live dabei bin, vielleicht einmal die Woche könnt ihr mit mir ein bisschen quatschen. Ich nehme mir dann eine Stunde Zeit für euch. Ja, Projekte, Produktion, Formbau, Modellbau und so weiter. So ein bisschen eher schon detailliert, ja, wie man das baut und so weiter, wie man das macht, wie wir die Designs, wie komme ich überhaupt auf dem Trichter sowas zu bauen, ja, so, dass ihr so ein bisschen wisst, wie das funktioniert. Das war's, ne, für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.